habe einen Durchschnitt von 1620 Kilogramm Milch gehabt. Verdrängst du noch was? Nein, da war nichts dabei. Okay. Milchpreis ungefähr netto inklusive Um Zuschläge? 34,50 oder sowas. Mhm. Eiweiß? 3,70. Mhm. Fett? 4,30. Mhm. So, dann sind wir hier fertig. Du hast wahrscheinlich auch eine Futtergruppe, nicht? Genau. Was fütterst du? Das wäre Grassilage, habe ich am Tag 1260 Kilogramm. Wir könnten jetzt auch, also wenn du jetzt nur die Einzelration vor Augen hättest, könnten wir auch hier drin rechnen. 58 Mal und so weiter, nicht? Ja. 1260. Wie viel Futterrest hast du ungefähr? 5% sind dann eingerechnet. Also mal 0,95. Dann hätten wir die Futterreste gleich abgezogen. Ja. TS-Gehalt? Ist bei 33. Welchen Preis würdest du ansetzen? Hast du eine Betriebszweigauswertung? Nee, habe ich nicht. Dann nehmen wir hier auch mal die 7,5. Und du, wie gesagt, du änderst es für dich. Ja, genau. 33 hattest du gesagt. Wie viel Mais fütterst du? Meistens 1666 Kilo, auch inklusive die 5%. TS-Gehalt? 39,5. Maispreis habe ich so 6,40 € halt dann ausgerechnet. Okay, gut. Was fütterst du sonst noch an Grundfutter? An Grundfutter eigentlich nichts mehr, nur noch Kraftfutter. Gut. Wie heißt das Kraftfutter? Reiner Rapsschrott Mhm. sind es 311 Kilo. Ach so. Ja, Preis? Preis 30,50. Was sonst noch? Gerste und Kornmais gemischt. Ja, wie viel? Menge 283 Kilo. Und Preis? Preis, also der Mais kostet 17,50 und Gerste so 15 €. Hast du Mischlohn? Was habe ich? Hast du noch einen Mischlohn dabei? Ja, 1,80. Okay, dann teilen wir das durch 2 plus 1,8. Wären 18,10. Na? Ja, genau. Was fütterst du sonst noch? Am Roboter dran dann noch Eigenmischung. Ja. Das sind momentan 2,4 Kilogramm pro Tier, also mal 8. 2,4. So 2, gleich. 2,4 mal 58. genau. Und kosten tut das 25 €. Sonst noch was? Mineralfutter habe ich Josera Kami. Wie viel? Das sind Moment, 14,6 Kilo. Das kostet 65 € der Doppelzimmer. Jetzt, wenn das in der TMR mit drin ist, müsste ich normalerweise den Futterrest dann eventuell mit abziehen. Ja, genau. Schauen wir mal schauen. So, und sonst noch was? Und Futterkalk 3,47 Kilogramm. Was Preis kostet der? sind, glaube ich, auch die 14 €, weiß ich jetzt gar nicht Ja, genau. okay. Und dann nur Natriumbicarbonat sind es 10,4 Kilo. Ja, 10,4. So, und Das das kostet kostet 45 €. 45. So, das multipliziere ich noch mal kurz. Zack. So, und das war's. Sehr hohe Futteraufnahme. Seid ihr Denise im Kurs? Schaffe ich das? Ja, super. Nee, liegt es wirklich da dran, oder? Also Ja. bei manchen ist es so, Nee, dass sie auch noch. ich Also habe dann erzähl mal zuvor mehr. immer 9, ja, zuvor habe ich immer 19 bis 20 Kilo Futteraufnahme gehabt und dann bin ich Anfang des Jahres auf 24 gekommen und mittlerweile bin ich immer über 6, 27 Kilo immer. Das ist super. Allerdings ist die Futtereffizienz ja dadurch, die ist ja Ja, ich nicht so. weiß, das liegt gerade, der Fütter gerade im vierten Schnitt und der hat bloß 5,6 NL. Ah, okay. Und da Wie fehlt es schaffst du was. es, dass die Futteraufnahme so hoch ist? Durch das, dass ich viel Kraftfutter am Futtertisch fütter. Also zuvor habe ich mit 4, 5 Kilo am Roboter gefüttert und da bin ich mittlerweile bloß bei 2 Kilo. Und ich habe halt jetzt das Futter umgelagert auf dem Futtertisch. Und deswegen ist die Futteraufnahme viel höher. Wie ist es bei dir? Hast du das auch so im Kopf, Laktationstage? Bin ich bei 185 Grad. Harnstoff?
Harnstoff bin ich bei 190. Hier könnte man zum Beispiel nochmal eben so eine Info machen, vierter Schnitt oder so, 5, 6. Ja, ich weiß es auch noch, ich habe zuvor das zweite Schnitt gefüttert und da habe ich Grundfutterleistung von 4.500 gehabt. Und jetzt sind es bloß nur 3.000 und was. Ja. Zählzahl? Bin ich bei 80. Anzahl Fressplätze, Liegeplätze? Mit der Tragerstehe sind es 84 und Liegeplätze genauso viel. Wir würden jetzt nur auf die Melkenden mal beziehen. Für die Melkende sind es 65 Grad. Und Liegeplätze? Genauso viel. Ja. Also jetzt siehst du nichts, aber dann halt ab der nächsten, wenn du es das nächste Mal eingibst, wird es dann halt ausgewiesen in Prozent. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.